Okay. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als zu tun, was er will. Und dafür schauen wir erstmal in die Tasche und dann, denke ich, kommen wir hier durch das Oberlicht rein. Kletterausrüstung samt Seil. Ein Stoffbeutel. Ein Kaugummipäckchen? Warum verpackt Inch ein Kaugummipäckchen in einem Stoffbeutel? Hast du einen Diamanten dabei? Das war's. Oder irgendwas? Eine Kletterausrüstung und eine Packung Kaugummis. Ich wage zu bezweifeln, dass ich allein damit den Einbruch durchziehen kann. Vermutlich ist mal wieder Improvisation angesagt. Okay, hast du das Zeug jetzt schon eingesagt? Nee. Kaugummi, Stoffbeutel. Der ist aber leer, oder? Ein kleiner Stoffbeutel, der oben zugezogen werden kann. Okay, da kommt wahrscheinlich das Auge dann rein. Ein gutes Seil. Und auch mehr als lang genug, um von hier in die Schatzkammer hinabzusteigen. Sonst noch irgendwas? Das ist dieselbe Kletterausrüstung, die ich auch schon beim Einbruch in London getragen habe. Nur die Maske fehlt. Ob Inch sicher gehen will, dass mein hübsches Gesicht auf allen Überwachungskameras zu sehen ist? Gut, die Tasche. In der Tasche ist nichts mehr. Und sie selber werde ich wohl auch nicht brauchen. Okay, legen wir die mal an, die Kletterausrüstung. Haben wir jetzt die Malerkleidung endlich abgelegt, wunderbar. Ich lasse es liegen, bis ich es brauche. Na gut. Dann machen wir uns mal hier an dem Oberlicht zu schaffen. Oder an dem Fenster. Das zum Oberlicht führt. Ich kann die Schatzkammer sehen. Es bewegen sich mehrere Leute da unten. Ich glaube, das Auge wird gerade geliefert. Nun denn, können wir... Was haben wir? Wir haben ein Messer, mit dem können wir nichts tun. Nur noch ein Streifen. Okay. Was ist das? Wenn das nicht die teuerste Kaugummi-Werbeaktion aller Zeiten ist, wollte Inch, dass ich diesen Diamanten bekomme. Der ist sicherlich nicht als Belohnung für meine Mühen gemeint. Nein, den wirst du brauchen, um die Vitrine zu öffnen. So, Kaugummi-Papier. Warum ist das Papier noch mit dabei, ist die Frage. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen probieren, weil ich nicht weiß, wie wir dieses Fenster hier öffnen. Unten die Vitrine ist klar. Aber wie wir das Fenster hier öffnen... Dieses Fenster lässt sich öffnen. Ah. Vermutlich ist es der Zugang für Fensterputzer und die Haustechnik, wenn hier oben in der Kuppel etwas zu tun ist. Es gibt einen Mechanismus, der das Fenster öffnet, wenn man hier draußen kurbelt. Allerdings sehe ich da auch zwei Kontakte unten am Rahmen. Zwischen ihnen klemmt ein Metallstück, das am Fenster befestigt ist. Sobald man das Fenster öffnet, wird das Metallstück herausgezogen, der Stromkreis unterbrochen und Alarm ausgelöst. Außer man hat vorher in der Wachstube Bescheid gesagt, was in meinem Fall aber wohl keine Option ist. Ich muss den Stromkreis überbrücken. Okay, warum hast du das nicht gleich gesagt, Mensch? Dann nehme ich mal an, brauchen wir dafür das Kaugummipapier? Ja, natürlich. Wie soll das gehen? Die Kontakte sind auf der Innenseite des Fensters. Da komme ich nicht ran. Ach so, dann sag das doch, Mensch. Irgendwie muss ich an die Kontakte der Alarmanlage herankommen und den Stromkreis überbrücken. Erst dann kann ich das Fenster gefahrlos öffnen. So, was haben wir denn noch? Können wir vielleicht das Messer mit dem Papier irgendwie und dann das Ganze reinschieben? Nee. Ich werde keines der Fenster aus dem Rahmen schneiden können. Aber dieses Fenster hat unten und an den Seiten eine Gummidichtung. Na dann los. Damit ist das Dach des Museums offiziell undicht. So, und jetzt werden wir sicherlich auch das Papier hier reinstecken können. Ja, eventuell könnte die Aluminiumfolie den Strom überbrücken. Verdammt eng. Ich kann die Kontakte mit dem Streifen berühren, aber ich kann nicht... Ja, Mist. Ich habe den Streifen verloren. Wirklich? Allerdings hätte es so eh nicht funktioniert. Ich hätte das Papier durch den schmalen Spalt nie vernünftig an den Kontakten befestigen können. Du hättest deinen Kaugummi teilen können. So, was haben wir jetzt davon? Ohne Dichtungsgummi gibt es eine Lücke von 1-2 cm Höhe unter dem Fenster. Gerade genug, um ein paar Finger hindurch zu quetschen. So, wir haben jetzt also... Das ist jetzt blöd. Können wir das Messer denn zum Überbrücken benutzen?
Ich habe so viel wie möglich von der Dichtung herausgeschnitten. Größer bekomme ich die Lücke mit dem Messer nicht. Okay. Was könnten wir tun, ist die Frage. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nee, ne? Das ist natürlich blöd, dass er das Kaugummipapier jetzt runtergeschmissen hat. Ich nehme an, das Seil brauchen wir noch nicht. Betrachte die Plane, hier ist ja noch was. So, schauen wir doch mal. Vielleicht siehst du ja was Hilfreiches. Eine LKW-Plane, die irgendwas abdeckt. Eimer, Lappen, Abzieher. Alles Utensilien für Fensterputzer. Vermutlich hatten sie keine Lust, ihre Ausrüstung ständig aufs Dach zu schleppen und haben sie deswegen hier deponiert. Okay, haben wir was dabei, was wir brauchen könnten? Die Abzieher kann ich nicht gebrauchen. Den Eimer? Auch eher nicht. Aber hier, der kleine Lappen. Damit könnte ich vielleicht später Fingerabdrücke abwischen. Das ist alles? Sonst nix? Ach, schade. Ich dachte, wir haben ein bisschen mehr. Wie können wir, ist die Frage. Ich nehme an, zurück kommen wir nicht wieder. Halt hier, Kurbel. Können wir vielleicht einfach schon aufkurbeln? Eine Kurbel. Mit so etwas kann man Fenster öffnen, die zu schwer sind, um sie mit der Hand zu bewegen. Du kommst hier hin. So, die Kurbel haben wir. Das Problem ist, es ist ja immer noch nicht überbrückt. Wie können wir das denn machen, ist die Frage. Die Gegenstände, die wir haben, bringen uns eigentlich nichts dabei. Auch der... Okay. Wir schauen mal. Was sollte das bringen? Ein Lappen leitet keinen Strom. Weiß ich nicht. Spuck ihn an. Ah, was haben wir denn noch? Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Den Kaugummi, den brauchen wir ja auch später. Den können wir nicht hier schon benutzen. Haben wir noch irgendwas, womit wir den Lappen jetzt schon im Voraus benutzen können? Damit wir den vielleicht nass machen oder sowas. Sieht nicht so aus, ne? Nochmal kurz anschauen. Ohne Dichtungsgummi gibt es eine Lücke von 1-2 cm Höhe unter dem Fenster. Gerade genug, um ein paar Finger hindurch zu quetschen. Es war natürlich echt scheiße von dir, dass du das da reingeschmissen hast, das Kaugummipapier. Ein kleiner Stoffbeutel, der oben zugezogen werden kann. In dem Beutel war das Kaugummipäckchen mit dem Diamanten. Inch wollte wohl sicher gehen, dass er nicht verloren geht. Okay, können wir den denn irgendwie hier benutzen? Sieht nicht so aus, ne? Und das wirst du bestimmt auch noch nicht machen? Irgendwie muss ich an die Kontakte der Alarmanlage herankommen und den Stromkreis überbrücken. Erst dann kann ich das Fenster gefahrlos öffnen. Okay, also wir brauchen definitiv noch irgendwas. Mit den Gegenständen, die wir haben, können wir den Stromkreis nicht überbrücken. Seil. Wir können auch bloß noch das Seil hier auswählen, wie es scheint. Ja. Das andere ist dann bloß die Geheimtür. Ich gehe mal nach unten, wenn er das macht, wenn er das mitmacht. Vielleicht haben wir unten in dem LKW noch was. Nein. Inch hat gesagt, alles, was ich brauche, ist in der Tasche. Ich glaube ihm. Er will den Stein. Bis er ihn in Händen hat, wird er nicht gegen mich arbeiten. Das Problem ist, du schmeißt da die Hälfte runter, die du brauchen könntest. So, dann bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Seine Geheimtür, da wird er bestimmt nicht mehr durchgehen. Deswegen, ich bedrücke das jetzt mal, damit es einfach weg ist aus der Auswahl hier. Es ist unmöglich, nicht an sie zu denken. Aber ich muss es versuchen. Ich habe eine Aufgabe vor mir. Und ich helfe weder ihr noch mir, wenn ich mit den Gedanken nicht bei der Sache bin. Alles wird gut. Es wird nichts schief gehen. Wir werden aus dem Museum spazieren und wir werden heiraten. Okay, damit ist die Geheimtür jetzt nämlich schon mal weg. Wir haben bloß noch das Seil hier. Das wird er ja noch nicht nehmen wollen, ne? Ein gutes Seil. Und auch mehr als lang genug, um von hier in die Schatzkammer hinabzusteigen. Ich lasse es liegen, bis ich es brauche. Okay. Wir müssen noch irgendwas hier haben, was wir benutzen können, um den Stromkreis zu überbrücken. Das ist so ärgerlich mit dem Papier, aber nützt der jetzt nichts. Die Kurbel, die brauchen wir anderweitig. Ich weiß gerade echt nicht, können wir den Kaugummi mit irgendwas hier benutzen? Nee, ne? Eigentlich, die zwei Sachen brauchen wir, um die Vitrine zu öffnen. Das kann es nicht sein. Das Messer. Können wir da nicht benutzen? Vielleicht hier irgendwo? Hier haben wir es ja schon. Also das ist ja schon weit genug abgetragen und danach wollte es ja nicht mehr benutzen, ne? Also das klappt nicht. Ich habe so viel wie möglich von der Dichtung heraus... Genau. So, der Stoffbeutel. Den können wir nicht mit irgendeinem Gegenstand hier benutzen. Und hier draußen können wir den auch nicht benutzen. Der bringt uns jetzt also gerade überhaupt nichts. Kaugummi wird sicherlich ähnlich sein.
Den brauchen wir ja, wie gesagt, auch später eigentlich. Genauso den Diamanten. Das wäre irgendwie unlogisch, wenn hier irgendwas mit dem zu benutzen wäre. Halt, benutze die Kurbel mit. Einmal haben wir das Fenster, okay. Können wir die Kurbel vielleicht mit irgendwas anderem nehmen? Wäre jetzt auch unlogisch gewesen. Okay, der Lappen. Das hatte ich schon probiert, das will er ja nicht... Ach, ich sehe es gerade, Tropfen hier hinten. Mache den Lappen nass. Gut, hat sich das geklärt. Ich habe es ja vorhin noch gesagt, dann mach ihn noch nass, ich spuck ihn voll. Habe ich gar nicht gesehen, dass es dort raustropft. Kalt, klitschnass. Den stecke ich mir so nicht mehr in die Hosentasche. So, wunderbar, dann haben wir es doch jetzt. Okay, ich bin drin. Und jetzt hin und her und hepp. Ich hab's. Der nasse Lappen liegt über den Kontakten. Sehr gut. Die Frage ist natürlich, ob das dann nicht trotzdem anschlagen würde, weil der Widerstand natürlich ein ganz anderer ist. Also irgendwie ist es schon ein bisschen komisch. Naja. Ich weiß auch nicht, wie genau das aufgebaut sein soll, ehrlich gesagt. Aber ist auch egal. Ausgezeichnet. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Vielleicht ist es ein stiller Alarm. Na gut, egal. Wir kommen endlich rein. Los geht's in die Schatzkammer. In Ordnung. Ich sehe niemanden. Oder brauchen wir den Kaugummi vielleicht, um die Kamera auszuschalten? Solch ein Versuch wäre zum Scheitern verurteilt. Die Vitrine ist fest mit dem Boden verschraubt und wiegt mehrere hundert Kilogramm. Was ist das da? Eine Kamera? Das Neueste vom Neuen. Es nennt sich Videoüberwachung. Ich habe davon gehört. Die Bilder werden aufgezeichnet und können später auf einem Bildschirm betrachtet werden. So ist es. Im Wachraum werden die Signale von insgesamt drei Kameras aufgezeichnet. Ich habe doch gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich denke, ich habe hier genug gesehen. Aber mich interessiert doch etwas anderes. Puh. Okay, wir müssen die Kamera hier ausschalten. Und deswegen... Ach, der Beutel. Natürlich, der Beutel. Bleibt zu hoffen, dass Inch den Wächter in der Wachstube ausgeschaltet hat. Wenn nicht, wird er innerhalb kürzester Zeit hier sein, um die Kamera zu überprüfen. Also los. Das musst du erst mal schaffen. Gut, der Beutel war also doch noch nützlich. Von der Kamera geht keine Gefahr mehr aus. Großartig. Also hinab. Jetzt oder nie. So. Na? Jeden Augenblick könnte jemand zurückkommen und ich hätte ein Problem mehr. Ich sollte mich beeilen. Gut, die anderen Ausstellungsstücke kannst du dir nicht anschauen. Liegt das denn drin? Ich sehe ja gar nichts. Als Besucher hätte ich nur Augen für den Stein. Als Einbrecher interessiert mich mehr das Panzerglas. Etwa einen Zentimeter dick. Da versagt jeder Glasschneider. Aber zum Glück haben wir einen Kaugummi, den wir in die Scheibe pappen können. Na? Ach so. Warum auch immer er da drüben die Absperrung abgemacht hat, ich weiß es nicht. So, und dann haben wir einen Diamanten, den wir in den Kaugummi reinstecken können. Ich drücke den Diamanten in den Kaugummi. Die Spitze in Richtung Scheibe. Genau das. Und jetzt brauchen wir irgendwas, um draufzuschlagen. Der Kaugummi richtet die Spitze des Diamanten genau auf das Panzerglas. Vielversprechend. Ach, ich weiß, wieso er das andere abgemacht hat. Wir brauchen das, wir brauchen den Pöller hier hinten, glaube ich. Der Kaugummi richtet die Spitze... Ja, das wissen wir, ja. Die Absperrung gilt nicht für Einbrecher.
Genau, den Metallständer. Den brauchen wir, um jetzt hier drauf zu hauen. Und dann macht's puff. Und dann ist die Vitrine offen. Es wird alles gut gehen. Es wird alles gut gehen. Ich bin so ein guter Einbrecher. Nein. Nein. Irgendwie hat es nicht geklappt mit der Vitrine. Er will mich einsperren. Aber warum? Er hat den Edelstein noch nicht. Was hat er... Oh nein. Oh, jetzt kommt die Explosion.